Wir sind immer sehr, sehr freundlich aufgenommen worden. Die bewegt sich schon, vergiss es. Mist! Und unser so schön geplanter Tagesausflug bei wunderbarem Wetter steht jetzt auf der Kippe, weil ich vor über einer Stunde kurz unachtsam war und habe noch vor Athen die falsche Abfahrt genommen. Aber unfassbar, es sind Punkt 9.30 Uhr, die Griechen fahren pünktlich ab und wir haben es geschafft. Und so führt dieser Tagesausflug heute auf die nächste Insel, nach Ägina. Yassas! Griechenland ist auf vielen Autobahnen mautfällig, wie hier auf dem Attiki Odos, der zur Olympiade vor 20 Jahren neu gebauten Schnellstraße, welche vom neuen Flughafen bis nach Elefsina nördlich um Athen herumführt. Wer kein Mauterfassungsgerät hat, muss in die Spuren mit Kasse. Hier heißt es dann Bar oder mit Karte. Der Attiki Odos verkürzt die Fahrzeiten im Großraum Athen erheblich. Früher musste man meist durch die Athener Innenstadt von Korinth bzw. der Peloponnes nach Nordgriechenland oder in den Süden der Halbinsel Attika. Heute müssen wir aber eine längere Strecke durch Athen. Wir wollen nämlich zum Hafen nach Piräus. Und genau hier an der Stelle, kurz hinter der Mautstation, hätte ich nach rechts gemusst. Tja, zu spät bemerkt. Die nächste Abfahrt und das Umkehren scheint mir weiter. Aber so müssen wir morgens im Berufsverkehr mitten durch die Athener Innenstadt. Ich verlasse mich jetzt, und es bleibt mir gar nichts anderes übrig, auf Google Maps, da ich bei diesem Verkehr und dem Straßengewirr relativ schnell meinen ansonsten recht guten Orientierungssinn verloren habe und nur in etwa einschätzen kann, ob die Richtung noch stimmt. Mittendrin hatte ich echt keine Ahnung, wo wir sind. Die pünktliche Ankunft im Hafen wird von Minute zu Minute unwahrscheinlicher. Dann erkenne ich den Syntagma-Platz, unfassbar, mitten durch die Stadt. In einem späteren Video kommen wir hier noch zu Fuß hin. Und hier links das markante Olympiäon, oder besser gesagt die Reste davon, mitten in Downtown Athen. Und ich habe mich mittlerweile längst dem griechischen Fahrstil angepasst. Die einzige winzige Chance, die gebuchte Fähre nach Ägina noch irgendwie zu erreichen. Die Straßenbeschilderung ist übrigens auch für Nichtkenner der griechischen Schrift normalerweise kein Problem. Kurz danach kommt in der Regel alles in lateinischer Schrift, wenn denn irgendwo Platz für das zweite Schild ist. Ich kann übrigens noch nicht abschließend sagen, ob die nicht nur an diesem Tag konsequent ignorierten Radar- und Geschwindigkeitswarnungen für mich am Ende folgenlos bleiben. Dann noch ein gefühlt fünftletzter Stau. Rechts übrigens das Karaiskakis-Stadion, Fußballfans wahrscheinlich besser bekannt als das Heimatstadion von Olympiakos Piräus. Und am Ende haben wir es tatsächlich geschafft. Die dramatischen Szenen habt ihr ja zu Beginn gesehen. Am Ende hatten wir sogar doppelt Glück. Um ein Haar wäre noch eine Mitreisende unter die Räder gekommen. Mann, oh Mann. Wenn ich nicht den ganzen Tag noch hätte Auto fahren müssen, 9.30 Uhr hin oder her, ich hätte auf diesen Schreck glatten doppelten Ouzo getrunken. So aber reagiere ich mich auf der gut einstündigen Überfahrt durch den Saronischen Golf durch das traumhafte Wetter ab. Der Rest des Tages sollte dann ohne Zwischenfälle ablaufen und ein tolles Erlebnis werden. Hier links die Festus Palace der Minoan Lines. Zugelassen für über 2000 Passagiere und 700 Autos geht es hier täglich nachts nach Kreta. Wer morgens bei Sonnenaufgang schon einmal in den Hafen von Heraklion eingelaufen ist, wird das nie vergessen. Versprochen. Piräus ist ja mit Abstand der größte Fährhafen Griechenlands. Von hier geht es zu unzähligen Destinationen der griechischen Inseln. Gebucht hatten wir die Überfahrt direkt bei Saronic Ferries vorab. Man bekommt dann ein E-Ticket mit einem QR-Code. Ägina ist rund 85 Quadratkilometer groß, ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Athener und nach Salamis zweitgrößte Insel im Saronischen Golf.
Kanal nehme ich euch mit auf meine Urlaubsreisen. Hat euch dieses Video bis hierhin gefallen? Dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Das ist für euch kostenlos und so motiviert ihr mich auch für weitere Reisevideos und verpasst keine der zukünftigen Highlights. Man will ja schon irgendwann mal aus Fehlern lernen und ihr erinnert euch vielleicht in der letzten Folge daran, dass wir ja am Hafen nichts zu essen bekommen hatten, auch wenn hier heute kein Feiertag war, sondern ein normaler Wochentag. Jetzt war es auch schon wieder um die Mittagszeit und so sind wir erstmal von Aegina Stadt in Richtung Inselmitte gefahren. Nur 7 Kilometer von Aegina Stadt oder Aegina Hafen entfernt liegt die Klosteranlage Agia Triada, auch bekannt als Kloster des heiligen Nektarius von Aegina. Die ausgedehnte Klosteranlage befindet sich wirklich in Top-Zustand und wird, wenn ich richtig aufgepasst habe, derzeit von 14 Nonnen bewirtschaftet. Vor uns, das ist eine größere Reise, man könnte auch sagen Pilgergruppe, die hier vor den Ikonen anstehen. Tauchen wir mal an dieser Stelle so ein wenig in die Welt der orthodoxen Kirche ein. Wer schon einmal in orthodoxen Ländern unterwegs war, dem ist es ja bestimmt schon aufgefallen. Ikonen haben eine ganz besondere Bedeutung. Sie sind das Fenster in die geistliche Welt und werden auch immer wieder geküsst. Das Wort Ikone, wie könnte es anders sein, kommt natürlich aus dem Griechischen Icon, Bild bzw. Abbild. Das Küssen der Ikone ist dabei das Zeichen der intimen Beziehung zwischen dem Mensch und dem Heiligen. So, aus religiösem Respekt habe ich jetzt an dieser Stelle mal nicht weiter gefilmt, auch wenn ich in Griechenland schon während des orthodoxen Gottesdienstes Leute mit Handy am Ohr am Altar habe vorbeilaufen sehen, während sie eine Kerze anzünden. Auch wenn Besucher und nicht-orthodoxe Christen diese Ikonen küssen dürften, naja, mein Ding ist das jetzt nicht so unbedingt und das nicht nur allein aus hygienischen Gründen. Auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt so den religiösen Bezug habt, solltet ihr, wenn ihr mal auf Aegina seid, euch diese Klosteranlage wirklich nicht entgehen lassen. Sie ist wirklich sehenswert. Außerdem befindet sich direkt unterhalb dazugehörig eine der imposantesten Kirchenbauten, die ich bislang in Griechenland gesehen habe. Die Kirche des heiligen Nektarios von Aegina, welcher das Frauenkloster 1904 gründete und der dann 1920 hier auf Aegina starb. Sein Grab, wir werden es gleich noch sehen, befindet sich hier unten in der Kirche. Und wenn ich jetzt auch kein orthodoxer Christ bin, habe ich am Ende mal eine kleine Spende dagelassen und eine Kerze angezündet. Also echt eine Empfehlung für den Besuch dieses Klosters und der Kirche. So eine Stunde Zeit könnt ihr in etwa einplanen. Mein persönliches Highlight wäre jetzt nochmal so eine Klosterschenke gewesen. Aber wenn ich so recht überlege, ich glaube, ich habe noch bei keinem griechisch-orthodoxen Kloster jemals sowas gesehen. Wir fahren weiter nach Agia Marina an der Westküste. Agia Marina, unter diesem Namen dürfte es bestimmt 30, 40 Orte in Griechenland geben. Dieses Agia Marina hier hat, ihr seht es an der Apartmentanlage im Hintergrund, dann doch schon relativ touristischen Charakter. Ist eigentlich nur so ein mittleres Dorf, würde ich mal behaupten. Ihr seht auch, dieser Bootsanleger ist so klein nicht. Ich denke mal, hier gibt es dann im Sommer Fährverbindungen, allerdings nicht mit einer Autofähre.
Bei traumhaftem Wetter und wirklich glasklarem Wasser machte der Ort so ein bisschen verschlafenen Eindruck. Es schien so wie ein gespanntes Warten auf die Hauptsaison. Ja, zum Baden war es noch ein bisschen frisch. Es hatte auch nur ein Restaurant hier unten am Strand geöffnet. Da haben wir dann unsere Mittagspause eingelegt. Oben im Dorf haben wir dann noch einen kleinen Supermarkt zwecks Andenken angesteuert. Der Verkäufer war angeblich einige Jahre in Düsseldorf, konnte auch recht gut Deutsch und meinte, ja, im Sommer wären doch hier relativ viele Deutsche auf der Insel unterwegs. Hier ist es bestimmt im Sommer proppenvoll. Man sieht hier, die Tavernen sind noch entweder zu oder in Vorbereitung der Saison. Es wird noch geweißelt und es ist wirklich total verschlafen. Aber schaut euch mal an, was das hier für ein nettes Örtchen ist. Habt ihr denn schon einmal Ägina besucht oder vielleicht eine andere Insel im Saronischen Golf? Wenn ja, schreibt mir eure Erlebnisse gern mal unten in die Kommentare. Hier sitzt dann in den Sommermonaten Mitch Buchanan, falls den noch jemand erkennt. So, und hier oben am Hang, das ist eine Bauruine, ganz offensichtlich eine Hotelbauruine, vermutlich illegal, dann gestoppt worden. Und das sind dann die Preise in der Saison. Zwei Liegen, ein Sonnenschirm, 12 Euro. Laut dem Einheimischen oben in dem Dorfladen eben, beginnt hier die Saison so, ja, nach Ostern, so etwa April, das heißt also so in 2-3 Wochen spätestens. Ja, wie sind die Temperaturen so um diese Jahreszeit hier in Griechenland? Das heißt also Mitte, Ende März. Wir hatten jetzt in der einen Woche, wenn jetzt die nächsten 2 Tage so bleibt wie vorhergesagt, ziemlich Glück, bis auf gestern. Gestern war es ziemlich stürmisch bei uns auf der Ostseite der Halbinsel Attika und auch nicht sehr warm, nur 13 Grad heute. Es ist schon wieder deutlich besser. Ihr seht ja auch strahlender Sonnenschein schon den ganzen Tag mit den Gebäuden und den Eisen, die oben rausschauen, dass man theoretisch dort weiterbauen kann. Das war früher immer so ein Zeichen, dass das Gebäude noch nicht fertig ist und dass man darauf dann auch noch keine Steuer zu entrichten hat. Ich weiß nicht, wer da neuere Informationen hat oder ob ich jemand hier Unrecht tue. Der kann es ja gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Und, eins muss man vielleicht noch mal hervorheben. Selbst in der Zeit, wo die politischen Verhältnisse nicht so toll waren hier, die Zeit der Demos, der Finanzkrise, wo auch die politischen Verhältnisse zwischen Berlin und Athen alles andere als gut waren. Wir sind als Touristen immer sehr, sehr freundlich in Griechenland behandelt worden. Direkt oberhalb von Agia Marina liegt in exponierter Lage in einer Waldlandschaft auf einer Felskuppe ein Highlight der heidnischen Vorzeit. Der Tempel der Aphaia gilt als eines der architektonischen Wunder des antiken Griechenlands. Der Tempel ist das imposanteste und zentrale Gebäude eines komplexen Heiligtums, von deren Resten allerdings nur noch die Grundmauern zu bewundern sind. Und auch hier sind wir fast alleine unterwegs. Eintritt übrigens 3 Euro pro Person. So, hier vorne, die haben jetzt gerade heimlich ein Foto gemacht da drin. Das dürfen sie nicht. Jetzt läuft er wieder raus, bevor der Wärter kommt. Und was man neben dem Tempel von hier oben auch hat, ist ein wunderbarer Blick bis nach Athen rüber. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier mich nicht versteige. Doch. Thank you.
Und wir sind jetzt noch abschließend etwa 10 Kilometer südlich von Aegina Stadt. Ne, sind es glaube ich gar nicht. 10 Minuten mit dem Auto in Maratona Beach. Und hier, wenn das Gerät es dann gleich wegschafft, sind wir dann auch ganz alleine. Echt Wahnsinn. Was ein herrlicher Strand. Und bevor es dann wieder auf die Fähre zurück Richtung Festland geht, schlendern wir noch ein wenig durch Aegina Stadt mit seinen engen Gassen, ein echt malerisches Örtchen. Auch hier geht's in ungezwungener Atmosphäre sehr gemächlich zu. Als Andenken zum Knabbern für zu Hause habe ich noch eine Tüte lokaler Pistazien gekauft, die auf der ganzen Insel in den Hainen wachsen. Fazit: Nur eine Stunde von der Hektik des Ballungsraums Athen-Piräus entfernt ist Aegina eine sehr schöne, erholsame Abwechslung für einen Tag oder für ein Wochenende. Ein Car? Car? Ja. Und als Sahnehäubchen gab es dann bei der Rückfahrt noch einen Gänsehaut-Sonnenuntergang im Saronischen Golf über der Peloponnes. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo meines Reisekanals. So verpasst ihr auch keine der kommenden Folgen.